Hallöchen und herzlich willkommen zum nächsten Weekly Run in FTL. Damit das Ganze hier ein bisschen schneller läuft und nicht jedes Mal 5 Jahre Einleitung gehabt, habe ich jetzt schon alles hergerichtet. Wir fliegen mit dem Fat Cruiser Type B. Wir haben ihn The Winner genannt und unsere Crew sind Mahoney, Nellots und Quark. Wer die Witze alle versteht, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, wenn es irgendeiner versteht, auch wenn ihr nur einen hinkriegt. Dann lasst uns direkt anfangen. So, wir kennen uns ja schon ein bisschen aus, das heißt, Sultan Crew, reden wir mal mit ihm. Nein, haben wir leider kein gratis Fuel bekommen, wäre zu schön, um wahr zu sein. Und dann donnern wir mal los. Ihr seht schon, der Typ B-Cruiser, naja, muss ich euch nicht wieder erklären, wir hatten ihn ja schon mehr als einmal, hat ein ziemlich einfaches System. Wir haben schnell feuernde Waffen, um die Schilde runterzuballern und wir haben natürlich den starken Artillerielaser, um viel Schaden zu machen, nachdem wir die Schilde entfernt haben, beziehungsweise um die Schilde zu entfernen, falls wir nicht durchkommen. Der Shrapnel Launcher ist eine extrem schnell feuernde Waffe, was auch ihren Job gut macht, denn wir brauchen diese Warte, der kann gar keinen Schaden machen, warum schieße ich denn, ich bin ein Trottel. Was natürlich Vor- und Nachteile mit sich bringt. Der Vorteil, ich hätte da schießen sollen, egal, ich bin ein Trottel. Der Vorteil ist logischerweise, ihr könnt extrem schnell schießen und macht extrem viel Schaden auf Systemen. Der Nachteil ist, ihr macht erstens keinen Hüllenschaden und zweitens verballert Munition bis zum geht nicht mehr. Was natürlich ebenfalls auch seine Vorzüge hat, denn in gewissen Momenten ist es gar nicht mal so schlecht, nicht so viel Munition zu haben. Wenn ich mich da so an manche kleinen Events erinnere. So, as soon as you arrive, yep, wir haben eine Falle gehabt. So, wir kommen damit logischerweise relativ schlecht durch. Das heißt, ich werde direkt erstmal eine Rakete auf das Schildsystem feuern, hoffen zu treffen. Und tatsächlich, wir haben getroffen. Das ist natürlich sehr gut. Oh, wir haben Feuer. Das ist natürlich sexy. Also für uns mehr als für die, aber trotzdem. Dann würde ich sagen, Dauerfeuer auf beide Räume. Auch wenn wir verlieren. Solange wir einfach verhindern können, dass wir in die Luft gehen, ist immer noch gut, ne? So, ach, jetzt leben wir wieder da drin. Was für Penner. Aber das Dauerbombardement auf den Schildsystem und den Waffen sollte eigentlich verhindern, dass... Und Goldie wurde eines Besseren belehrt. Ich wollte sagen, dass sie diese Waffen leistungsfähig bekommen. Andererseits, unsere Artillerie ist auch gleich bei... Egal, wir machen doch eine Rakete. Ich mag diesen Kampf möglichst schnell hinter mich bringen. Ich möchte nämlich nicht allzu viel Zeit im ersten System verschwenden. Besonders da hier wirklich gar keine Action ist, da wir sehr stark geöffnet. Oh, Stalking Heavy Iron. Den müssen wir uns mal angucken. Was haben wir hier? Stalking Heavy Iron. Er läuft einem Feind hinterher. Iron Weapons kann dasselbe System. Stalking Cooldown times 0.7. Sehr langsame Projektile, aber in 9 Sekunden. Das ist gut. In 9 Sekunden schießen ist echt gut. Oh. Das muss ich mal anschauen. Wenn ich es schaffe, noch 2 Energie drauf zu bekommen, dann werde ich mal den Raketenwerfer ausschalten und schauen, wie das wird. Nein, ignore für jetzt. Dankeschön. Noch bringt uns das nichts. Wir haben noch mehr als genug von anderen Ressourcen. Ich möchte noch nicht rumhandeln. Nee, da kann ich leider nicht helfen. Dafür habe ich nicht die richtige Ausrüstung. Und ich möchte nicht, dass einer meiner Crewmen so früh stirbt. Besonders, dass ich mir richtig viel Mühe bei einem Hans gegeben habe. So. Was haben wir? Die Raketen sind, glaube ich, das größere Problem. Allerdings weiß ich nicht, wie groß das ist. Ich werde wahrscheinlich einfach mal die Raketen auf ihre Raketen schießen, in der Hoffnung, dass ihre Raketen. Wumps, das ging ab. Das war schnell, als erwartet. Okay. Ich habe jetzt niemanden frei, der die Reparatur nehmen könnte. Sprich, ich werde jetzt erstmal. Wir haben gar keine Energie auf die Schilder gegeben. Warum denn das? Das ist komisch, aber okay. Dann cracken wir erstmal das Pilotching. So. Wenn niemand irgendwo was machen kann, dann haben wir definitiv bessere Chancen, den Feind langsam und qualvoll zu zerlegen. So, und wir bombardieren wieder mal alles in alle möglichen Richtungen. Aber eigentlich denke ich, ist es besser, wenn wir beide auf die Waffen schießen lassen, denn ich möchte nicht noch mehr Raketen abkriegen. Das ist unangenehm. So. Akzeptiere ich das? Nein, ich brauche den Schrott. Ich brauche viel mehr Schrott. Ich brauche Unmengen an Schützen. So. Eigentlich, das ist blöd, was ich gerade mache. Wenn ich dahin schieße, ist das Schiff dafür zerstört. Das ist besser. Und ja, wir haben beide getroffen. Damit sind die aus dem Geschäft raus. Ich werde versuchen, ein paar Money Punts während dieses Spiels zu machen, aber ich bin nicht so gut drin. Also, hofft mal nicht drauf. So, tsching. Damit haben wir das. Ich kann das Ding hier ausmachen. Hier ein bisschen Strom wegnehmen. Hier. Und wir haben den Iron Blaster bereit. 9 Sekunden. Schießt also ungefähr genauso schnell wie die anderen Laserdinger. Also, gucken wir mal. Das ist ganz praktisch. Allerdings, denke ich, werde ich jetzt mal auf Antrieb gehen, in der Hoffnung, dass nicht zu viel von meinem Schiff zerstört wird, während wir das hier aufladen.
sagte er, und Sachen wurden zerstört. Natürlich wurden Sachen zerstört. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal auf den O2-Raum. Nicht, weil ich kein Trottel bin, aber den Rest können wir in Ruhe aufmachen, dass Luft hier rausgesaugt wird. Wir brauchen schließlich nicht im ganzen Spiel Feuer, ne? Das Schiff hält und wir können wegfliegen. Ah, hier ist ganz gut. Wobei, nee, das war eine ziemlich blöde Entscheidung. Die Rebellenflotte ist ziemlich knapp hinter uns. Das könnte wehtun. Ein Encrypted Signal. Klar, schauen wir mal. I know it catches some Federation Fish. Gut. Boarded. Das stinkt mir mal gewaltig, würde ich mal behaupten, ne? Und, naja, immerhin habt ihr nur versucht, die Sensoren zu knacken. Dass das nicht so gut klappt, war mir schon ziemlich klar. Es scheint hier noch mehr Feuer zu geben, sehe ich gerade. Das ist natürlich ineffizient. Achso, das ist wahrscheinlich von einem Einschlag. Hier ist Feuer entstanden. Das ist natürlich zum Kotzen. Dann pumpen wir das hier mal alles raus, damit hier auf keinen Fall irgendwas in der Richtung passieren kann. Und den Iron lassen wir natürlich autofeuern auf Dingsy. So, du gehst in die Medbay. Du musst die Medbay mit Energie versorgen, damit du nicht erstickst. Aber das heißt, du überlebst es genau so und nicht besser und nicht schlechter. So, das Ding ist jetzt langsam, aber dafür ist es auch schon aus. Wo das Ding angeschlagen hat, können wir... Ja, perfekt. Ein bisschen Feuer betreiben. Wir sollten einfach hier aufmachen. Dann sind sie gezwungen, ihren Arsch rauszuschwingen. Sie wollen dann nicht. Hier, yep. Schon blöd, ne? So, es gibt nicht wirklich Sauerstoff hier für euch, meine Freunde. Ich kann aber die Map auch nicht besser machen, ne? Das heißt, Borgdo muss gerade kurz überleben, bis in irgendeinem von den Räumen genug Sauerstoff für dich ist. Sieht aber gerade sehr schlecht aus. Kannst du den Weg bis dort überleben? Quarkfrost, okay. Verliert 1 pro Sekunde. So. Das wird sau knapp, wenn er bis dahin kommen soll. Aber ich muss es probieren. Lauf. Oh fuck, sie kommen hinterher. Nein. 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 Beide? Ja, scheiße. Okay. Kannst du in irgendeinen anderen Raum? Wie viel Leben hast du? Das ist doch eins. Scheiße, okay. Unser erster Crewman ist tot. Ein grandioser Anfang. Klappt immer wunderbar hier, ne? Ach du Scheiße. Ich hab total verschissen. Ja. Das war nicht ganz so geil, ne? Können wir erstmal alles hier zumachen? Oh, ne, wir machen hier auf. So. Wo ist denn unser Türsystem hier unten? Ja, okay, da kann ich keine Sau reinschicken hier. Das IGT geht hier rüber. Und wir werden einfach alle Türen aufmachen, außer die um das Medical System rum. Kommst du es? Schaffst du es? Oh mein Gott, ja. Boah, war das knapp. Okay. Und jetzt müssen wir nur durchhalten, ne? Und hoffen, dass wir nicht langsam und qualvoll vor uns hinblubbeln. Ah. Das ist dieses Gepiepe, weil er immer weniger Leben kriegt, ne? So, oh, wir haben die Waffen bewegt, das ist natürlich nicht so schön. Aber wir können jetzt einfach eine Doppelladung hier in das Leere schießen, ne? Sofern sie es nicht schaffen, unsere Waffensysteme stark genug kaputt zu kriegen, haben wir das geschafft. Dann müssen wir nur noch diese blöden Leute hier an Bord umbringen. So, ja, da kommt er auch schon. Das war unser Artilleriebeam, der hat den Job erledigt. Gut, meinetwegen. Ne? Das ist nicht unbedingt der effizienteste Kampf des Jahrhunderts, um genau zu sein, war ziemlich scheiße. Das geht zugeben, das ist teilweise wegen mir. Aber, naja, man kann nicht alles haben. So, wir warten mal kurz, bis das Lebenssystem auf ungefähr 30% ist. Lebenssystem? Lebenshaltungssystem? So, soll das Deutsche lernen hier. Nein. Ohne mit dir von Revision. Aber der Iron funktioniert und ich denke, er ist definitiv schnell genug, um gerechtfertigt zu sein. Zugegeben, Quark ist tot und damit haben wir unseren Ferengi ver... Oh, verdammt, jetzt habe ich den Witz verraten. Ah, blöd. Egal, jetzt kann ich es auch schon laut sagen. Quark ist der Ferengi aus Deep Space Nine. Darum, weil das Schiff der Winner heißt und so, ne? Aber naja, man kann nicht alles gut machen, ne? Das heißt, wir brauchen definitiv bald einen neuen Schützen an Bord. Denn ich brauche dringend jemanden am Schützentisch hin. Einfach weil... ISO brauchen wir halt. Ne? Gut. Und ich denke, ich werde die Türen verbessern, denn ich möchte, dass ich Leute ersticken kann, bevor meine Crew gegen sie kämpfen muss. So, in 3 Sprüngen sind wir dort. Das geht sich, denke ich, aus. Und dann haben wir Sektor 1 hier bereits erfolgreich abgeschlossen. Dem Artis Randolph hier gehört's. Wie immer. Gehört so. Muss so. Oh, ihr wollt nicht kämpfen? Ja, kein Problem. Das lässt sich ändern. Ich bringe euch schon dazu, dass ihr unbedingt kämpfen wollt, ne? Keine Angst. So, erstmal auf die Schilde, wie sie's gehört. Damit ich mit den anderen Waffen agieren kann. Ja, die Schilder hat es natürlich voll das Grafo erwischt. So, ja, schieß ruhig. Viel Spaß damit. So, erstmal wups. Einfach nur, damit ihr nicht weitermachen könnt. Und jetzt, so wie das haben, können wir hier ja liebevoll und zärtlich auf alles andere schießen. Ja, ich muss nicht ausweichen, mein Freund, ne?
Nur, dass dir das klar ist. Für mich ist das nicht so wichtig wie für dich. So, wir können den Strap Launcher ausmachen. Was? Warum habe ich nicht genug? Oh, weil hier eins ist. Natürlich, Goldie, natürlich. Und ich sage, schießen wir den aus Prinzip auf die Waffen. Damit wir die Waffen leicht unten halten können, dann hat sich das eigentlich auch schon wieder erledigt. Angebot, du hast aufzuchargen. Finde ich echt gut. So. Und das Ding wubbelt jetzt ganz, ganz langsam vor sich hin. Trifft hoffentlich die Waffen. Ja, hat getroffen, gut. So. Ja, wie gesagt, ne. Das Angebot steht, dass du nicht wegkommst. So. Jetzt ist die Frage, welcher von den beiden durchkommt. Der unten, auch nicht schlecht. Solange einer von beiden durchkommt, das ist das Wichtige. So, diesmal bitte Iron zuerst ankommen. Dadurch ist das Schild eh deaktiviert. Und ich würde sagen, da sie nur so wenig Leben haben, schießen wir lieber hier drauf. Dann hat sich dieses Kämpfle erledigt. Das war doch besser. Da haben wir eine Menge bekommen. We have faint life signatures of an intact piece of hull. They were transporting prisoners and a soul survivor officer join your crew. Und der Boosted Boarding Drone war scheinbar auch da. Die ist natürlich nicht erwähnenswert, aber was soll's. Projectile Speed times 3. Das ist relativ gut. Ein ganz schneller Boarding Drone ist immer toll. Und Whisper, mein Freund. Du bist offiziell ab jetzt der Bum-Bum-Mann auf dieser Crew. Also viel Spaß beim Sachen beballern. Also, was haben wir? Refueling Platform. Ignore. Wir haben momentan nicht die Möglichkeit, uns dagegen zu wehren, wenn es Piraten sind, einfach weil wir eine extrem schlechte Nahkampf-Crew haben. Aid the Civilian Ship, wie immer. Wir sind Helden und wir verhalten uns wie Helden und wir werden immer Helden bleiben. Na komm. So, der Laser sollte kein Problem sein, der... Das sind beides Laser. Das eine ist ein Pew-Laser, das andere ist ein Sichel-Laser. So. Der Sichel-Laser sollte kein Problem sein. Der Pew-Laser, von dem ich ein bisschen mehr Angst. Aber naja. Oh, das war sehr gut getimed, aber blöderweise kann ich schießen. Ich bin nicht zu blöd dafür. Stellt euch mal vor. Gut. Die nächsten beiden Ladungen gehen hier hin. Und dann arbeiten wir uns so durch die Systeme durch, bis wir alles in die Stücke geblubbelt haben. So. Fium. Ja. Und ich würde sagen, dabei bleibt das. Wenn wir das so zerlegen, dann ist das ganz gut. Denn die Leute können es sich logischerweise nicht leisten, auf den Live-Support zu verzichten. So. Ich bin ja offiziell der Meinung, dass wir im Allgemeinen jetzt schon gewonnen haben, da sie es hundertprozentig nicht hinbekommen, den O2 rechtzeitig zu reparieren, bevor sie alle Hüllenbrüche schließen haben. Aber es soll ja auch nicht so schlimm sein, wenn wir sie einfach in Stücke schießen. So. Bei V-Points repaired ist kein Problem, sparen wir ein bisschen Geld. Möchte ich gegen ein Dingsy kämpfen? Definitiv nicht. Also tut mir leid, Store, du bist heute übersprungen. Aber wir nehmen ja zum Glück zwei Sektoren auf, dann sind die ersten beiden und diesmal verkacke ich es nicht. Also sollte kein Problem sein. Wir finden schon einen Store, keine Angst. Rebel Territory oder Peripheral Trade Route. Ich würde sagen, gehen wir nach Hostile, holen wir uns was Großes, was Starkes, was Mächtiges, wir sind sexy. So, nehmen wir jetzt natürlich Standard Engines. Und was kann ich eigentlich machen? Ammo Consuming Weapon, Federation Ship, Federation Ship, Cruiser Federation Ship, Fire Suppression. Darauf, denke ich, könnten wir sparen. Fire Suppression wäre beim besten Willen nicht schlimm. Raketenproduktion wäre aber auch geil. Na, momentan noch nicht. Nehmen wir mal dem NG. Stand of Appreciation Adequate. Forms a part of its armor to a metallic flower. Danke. Schön. Ich glaube, das ist nett. Gut, wir haben hier direkt einen Store. Das werden wir wahrscheinlich hierhin Store machen. Ich denke, das ist ganz gut, damit wir noch ein bisschen Scrap auftanken können vorher. So, social a little with the crew. Machen wir nochmal NG. Nein, ist der Process Engagement. Schade. Ich hoffe immer noch auf Gratis-Dude. Gratis-Dude ist immer das Beste. Oh, you inform the investigation of your flight from rebels there of the outfit your ship with a weapon. Was haben wir hier? Einen Blast Laser 4? Ich glaube, römisches alles aus 4. Buffer Blast Laser that fires off an impressive barrage. Overall very bad stats. Ja, das sehe ich ehrlich. Sehr lange. Aber 5, ne? Ich denke, den heben wir fürs erste Mal auf. Denn falls wir jemals die Energie dafür beiseite haben, beziehungsweise wenn ich 3, 7, ich habe jetzt insgesamt 5. Wir müssen nur noch zweimal upgraden, dann könnte ich den Hull-Smasher durch den ersetzen. Das wird zwar lange dauern, aber bis dahin habe ich die Schilde garantiert unten. Ich muss noch schauen, ich bin mir noch unsicher. Aber ich denke, das ist trotzdem ein relativ effizientes Dingsy. So. Store.
Was haben wir hier Schönes? Nein, ich möchte nichts Kompliziertes kaufen. Nicht im Moment. Wasteful Big Bomb. Reloads mit plus Small. Nein, 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 definitiv nicht. Allein wegen der zweiten. So viel Bomben kann ich mir nicht leisten. Boosted. Schnelle Minen sind immer sexy. Allerdings bringt's. Oh, warte, der schießt zweimal. Drops a pair of small mines that home in an enemy ship. Aber macht nur ein Damage. Also insgesamt zwei Schaden. Pro Rakete nur Höhenschaden. Also. Ja, dann halt eher nicht, ne? So. Ich kann mal 4 ausgeben, hab noch 55 über. Das ist eine schöne Menge. Lifeform Scanner. Direct Allocation von den Lifeforms. Nein. Hacking Stun. Nein. Fire Suppression. Ist hier billiger, als wenn ich's machen würde. Kann ich's mir denn leisten? Ich werde den Superlust nicht benutzen können. Leider war er viel zu lange Ladezeit, also weg damit. Und die Frage, möchte ich Fire Suppression oder möchte ich lieber schauen, ob ich mir hier eine andere Waffe holen kann? Den Ansatz der Oya Minerschaft braucht immer noch nur eine Energie, das heißt, ich kann ihn definitiv nebenbei benutzen. Und Minenschiffe auch sicher mal lustig. Nee, das lohnt sich auch nicht. Was haben wir hier eigentlich? Flux-Effektor. Based on Iron Field Projecting and Pierce Shields and Continuous Disrupt Systems. Flux Iron Damage minus 1. Dann Chance plus 3. Feuer Chance plus 3. Das heißt, ich habe mit jedem Schuss die Chance, Feuer und zu stunnen, aber dafür ist das kacke. Aber 2 Power und alle 16 Sekunden nur. Das wäre an. Wenn ich den schneller wäre, wenn es schneller wäre, wenn es nur 1 Power kosten würde und sagen wir 7 Sekunden pro Schuss braucht oder besser noch 6 oder sowas, dann glaube ich, kann ich es benutzen, denn dann könnte man immer woanders hinzielen und garantiert treffen. Man hätte halt nur immer eine Chance, dass ein Feuer entsteht. Dann wäre das ganz okay, aber so ist das Ding definitiv nicht wert. Was wir aber definitiv noch brauchen, ist jemand, der unser Schiff verteidigen kann. Und dafür ist, denke ich, Tyen hier ziemlich gut. Aber eigentlich, denke ich, ist es Zeit umzubenennen. Whisper, du bekommst einen neuen Namen. Wie nennen wir dich? Ich fühle mich gerade ein bisschen tracky, also bist du Gint? Und Tyen, wie nenne ich dich? Wie nennen wir dich? Weißt du was? Bleib immer noch tracky, du bist Zack. So. Damit haben wir ein paar wunderschöne tracky Dinger, warte, ich sollte dich auch in Position bringen. Du kommst natürlich ins Schildsystem, weil es das einzige System ist, bei dem wir momentan noch niemanden haben. Wir speichern unsere Crew-Position und wir fliegen in die unendlichen, unerkundeten Weiten. So, a small rebel ship. Ja, Hammer Arsch. Du bist gleich weg, mein Freund. Lange wirst du der göttlichen Barrage der SSS Winner nicht statthalten. Bitch. So, erstmal plopp. Oh, fuck. Okay, das ist eine Ausnahme. Das ist eine Ausnahme, nur um das klarzustellen. So, okay, du machst Bomben. Aber nur einzelne. Gut. Also, ernsthaft? Zweimal verfehlt? Was soll denn die Kacke? Streng dich an. So, im dritten Mal treffen wir jetzt aber mal, okay? Geht doch. Erstmal direkt doppelt auf den scheiß Helm. Bumps. Okay, der erste hat getroffen. Sie haben aber verbessertes Ding. Sie, das heißt, wir werden 2 Ladungen brauchen. Und ja, diesmal ist es weg. Diesmal ist es aber so richtig weg. Und das zweite können wir direkt auf die Waffensysteme geben. Und ich würde sagen, machen wir die Map bei aus und sorgen dafür, dass unser super mega ultra Killer Laser ein bisschen schneller Killer lasert. Loop. Ah. Max, den können wir verfehlt. Verfehlen ist scheiße. So, das Ding zielt jetzt wahrscheinlich hier durch. Macht nur einen Schaden? Ich dachte, das würde mehr machen. Aber anders bin ich unter. Nein, wir nehmen das nicht an, dankeschön. Denn ihr seid so oder so tot. Und tot seid ihr mehr wert als lebend. Ja, füllen wir mal da ein, hüpfen hoch zum Distress Call. Dann rechts über den Rechtsgebiete. Zumindest was sich abfliegen lässt. Und dann schauen wir weiter, wie wir zum Exit kommen. Cloak. Warum hat alles in dieser Welt Cloak? Hasse Cloaks. Brauche ich den Stunner? Ich denke, ich werde versuchen, den Dixie, den Cloak, gestunt zu halten, ne? Aber wie gut das funktioniert, ist natürlich die andere Frage, ne? Au, nicht gut. Definitiv nicht gut. Aber okay. Erstmal Damage. Wir müssen einfach mehr Damage fahren. So. Aua. Die Rakete schießt schnell und, ja, wir sollten vielleicht betonen, unangenehm schnell noch dazu. Machen wir sie mal aus, dann fühle ich mich hier nämlich schon mal wesentlich besser. So, okay.
Sie können sich zwar in Ruhe reparieren, aber wir haben sehr wahrscheinlich in der Sekunde gewonnen, wo sie ihre Waffen wieder herzeigen, dass wir sie wieder in Stücke schießen können. Ich hoffe, wir schießen schneller als die Rakete, denn die Rakete macht eine Menge Schaden. Ja, gut. Und wir haben 2 Breaches gelandet. Das heißt, sonderlich weit kommt das Ding nicht mehr. Ja, wir werden einfach hier, denke ich, auf den leeren Raum schießen und hier oben auf den leeren Raum. Wenn wir eins von beiden treffen, dann ist das feindliche Schiff den Bach runter. Und wenn wir beide verfehlen, dann machen wir halt eine zweite Salbe raus. Na, beide haben getroffen. Sehr gut. Und wir bekommen wieder mal ein bisschen Schrapper. So, auf zum Distress Call. Wem können wir heute helfen? Ja, natürlich. War ja klar. So, wir brauchen definitiv einen Raketenwerfer, denn das ist ein bisschen zu deftig für mich. So. Ich werde warten, bis der Schreier ein zweites Mal schießt, in der Hoffnung, dass ich die Raketen beenden kann, bevor sie mit voller Wucht losfeuern. Denn das sieht mir ein bisschen zu tough aus. Ja, wir haben es geschafft, gut. Das ist das Einzige, was für mich wichtig ist, zumindest im Moment. Komm, und Feuer auf die Waffen, mit vollem Buch, bitte. There are no more life signs remaining. Das war geplant, ganz sicher. Oder so ähnlich. So, dann könnt ihr euch mal beide heilen, denn ich sehe gerade, ein paar unserer Leute sind natürlich auf dem Ich-bin-so-gerne-Tot-Kurs. Das wollen wir natürlich verhindern. Hoffen wir mal ein bisschen Strom, damit das hier auch funktioniert. Und dann gucken wir weiter. Wir machen dich mal aus und gehen stattdessen wieder auf die Iron. So, alle mal auf ihre Posten, außer Mahoney. Mahoney, du gehst dir mal Geld machen. Und jetzt, wo du dir ein bisschen Geld verdient hast, in der Medbay mit deinem wunderschönen Rumstehkünstler, mal nach, was wir noch so machen können. Ich denke, ich möchte Sensoren haben. Die Chance, Leute zu... Ah, das war blöd, ne? Das war ein bisschen blöd. Ah, fuck, ich hätte ihn noch nicht ausgeben sollen. Egal. Schauen wir mal. Vielleicht können wir doch so ein bisschen was rummachen. Ne? So, nein, ich möchte keinen Kontraband kaufen. Noch nicht. Acquisition License? Nein. Life Scanner? Nein. Hull Repair Kit? Enables Android Ship Maintenance and Hull Repair. Requires an empty beacon. Nein. Aber trotzdem danke. Mind Control. Oh nein, wir brauchen kein Mind Control. Sehr oft immer Mind Control zu wollen. Das ist ja furchtbar mit Goldi. Immer willst du alles Mind Controllen. Benimm dich doch mal, Goldi. Benimm dich und hör auf, Sachen zu Mind Controllen. So. Repair? Nein, ich möchte nichts repairen und ich möchte auch definitiv nicht gegen etwas mit 2 Raketenwerfern kämpfen. Mama Pepper gebracht, das geht sehr schlecht aus. So, die AI hier drüben hat scheinbar neue Daten, sehr gut, dafür kann sie definitiv nicht ausweichen und das heißt, wir bomben einfach mal die lebende Scheiße aus ihr raus. Natürlich nur, solange es auch wirklich funktioniert und nicht sofern wir nicht irgendwie was Blödes zusammenschrubbeln. Wenn wir Sachen zusammenlummeln, ist Kacke und das tut jetzt richtig weh. Yep, das tut richtig weh. Your Resort muss mit Microteleporter. Ja, natürlich. Entschuldigt die kurzen Cut, meine Freundin hat mir Eiscreme ins Gesicht geworfen. So, also, dann machen wir hier mal weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich war, ich bin komplett aus dem Konzept gebracht. So, wir müssen schießen, das ist schon mal scheiße. Wir müssen das Ding kaputt machen, das ist auch scheiße. Kurzfassung, alles ist blöd, hoffen wir mal, dass es gut läuft. So. Uff, okay. Wir machen mal definitiv den Raketenwerfer an, denn wir brauchen die Schilde hier weg. Da reicht es leider überhaupt nicht, wenn wir andere Sachen machen. Und es hackelt schon wieder so viel. Bringen wir dieses blöde Ding um. Okay, das ist genug Schaden auf dem... Ha! Was heißt hier resisted, du Kacknudel? Ja. Naja, ihr könnt euch immer langsam um die Reparatur kümmern, aber sonst könnt ihr immer bei denen nicht machen. So. Ding ist kaputt, das ist das Wichtige. So. Her mal damit. Her damit, her damit, her damit. Jetzt dürfen alle Leute von nah und fern ihren Arsch schwingen und den Dreck reparieren, den dieses verdammte Ding an uns in Schüsse geschossen hat. So. Und ja, ja, ich verstehe, du erstickst jetzt, heul nicht gleich. Das ist furchtbar, ey. Also früher haben sich die Leute noch angestrengt. Heutzutage, ne, kannst du vergessen. Alles scheißegal, ey. So. Wie geht's dir, Kind? Alles okay. Na? Bist du jetzt zufrieden, dass du nicht erstickt bist? Ich hab doch gesagt, es geht gut, aber nein, auf mich hört ja keiner. So. Ihr heilt euch brav. Ihr macht es nie. Ich möchte meine Medbay vielleicht irgendwann upgraden, das wäre ziemlich geil. Da muss ich nicht mehr so lange warten, dass die Leute vorgeheilt sind. So. Jetzt alle Mann wieder zurück auf ihre Posten. Und bitte, bitte, bitte. Lasst uns den nächsten Fluch überleben. Da. Okay. Das geht sehr nah ans Exit, aber wir können auf jeden Fall den Punkt hier auf der Seite nehmen, bevor die Rebellen das Exit einnehmen.
Und das sollte doch relativ problemlos gehen. So. Immer Approach the Station, weil Loot ist Loot und Loot ist geil. Gut, das ist natürlich nicht so geil, aber damit denke ich, kann ich arbeiten, sofern wir es schaffen, dass Schilde down sind. Was sie jetzt offiziell sind. Und warum haben die immer so unglaublich schnelle Raketen? What the actual fuck? So, perfekt, damit sind die Waffen weg. Und wir können ein langsames und schmerzhaftes Hagelbuffet auf das Ding loslassen. So. Mein lieber Autobomber. Yo. Jetzt ist es natürlich wieder mal einfach abwarten und Tee trinken. Das heißt, das ist für gewöhnlich der richtige Moment, wo ihr unten in die Kommentare schreiben könnt, wie euer Tag gerade war, was ihr zum Essen hattet oder wie eure Katze heißt. Ne, Zeit um. Jetzt müssen wir weiterfliegen. So. Attempt to manually hack into the station. Klar. You successfully hack into the system. Fleet delayed by one jump. Ja, das hat's auch nicht mehr wirklich gebracht. Entschuldigung. Gut, auf zum Exit. So, you have the long range relay. Proof the reactor. Zwei Raketen, drei Drohnen. Ja klar, machen wir. Bisschen mehr Reaktorpower ist momentan genau, was ich brauche. Und bevor ich hier weiterfliege, verbessern wir die Waffen mal. Dadurch, dass wir ein bisschen mehr Reaktorpower haben, können wir jetzt diese beiden Waffen zusammen benutzen. Das heißt, wir haben etwas, um die Schilde runterzuschießen, wir haben etwas, um die Schilde unten zu halten und wir haben zwei kleine Wumms, die dafür sorgen, dass das Leben von Feinden möglichst unangenehm gemacht wird. Und das war's mit der ersten Folge unseres Weekly Runs von FTL. Da es jetzt gerade 19:20 ist und ich diese Folge um 20 Uhr rausbringen möchte, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr am Stück aufnehmen. Aber trotzdem wünsche ich euch noch einen wunderschönen goldigen Abend und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir weiter in die tiefen, unerkundeten Tiefen von Tiefall fliegen. Bis dahin allerdings sage ich nur eins und zwar Bye Bye!